Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Erkundung zum Himmel, mit der Musik des Untergangs, wie ihr hören könnt. Ja, hier, der Großmeister allen Übels ist wohl der da oben. Ich weiß nicht, die Musik erinnert mich immer so ein bisschen an die Kokiri Forests aus The Legend of Zelda. Wie hieß es noch? Ocarina of Time. Autsch! Patz! Nicht, dass sie Schaden machen würden und nicht, dass sie in der Übermacht wären, ja. Die größte Gefahr geht tatsächlich von, das war ein bisschen dumm. Die größte Gefahr geht aus von Dickdri und Dickda, weil Dickdri kann Erdkräfte und Dickda kann meines Wissens nach Erdbeben. Ich sterbe. Gut, das war Beliebersam Nummer 1. Mal sehen, ich müsste schnell Palim ausschalten. Ich muss aber genauso schnell Knuddeluff ausschalten. Ich muss auch Plauderei ausschalten. Genau deswegen. Ja, ich dachte mir schon, dass das mal wieder vollkommen in die Hose geht. Oh, nee, nicht. Oh, nee, nicht Kugelsaat. Komm schon, ist doch unfair. Hey, das ist doch nicht fair. Ja, ich muss, ey, ich... Es ist so scheiße. Ich, auch hier beim ersten Mal bin ich direkt einmal verreckt und dachte mir dann, hey, komm. Vakuumhieb trifft alle Gegner im Raum. Das muss doch nützlich sein. Das habe ich mir damals echt gedacht. Und es war sogar fast so. Der einzige Nachteil ist, dass Vakuumhieb nur irgendwie 10 Schaden pro Treffer macht. Ey, jetzt komm schon, Knuddeluff. Das ist doch nicht fair. Ey. Bart's wieder tot. Dazu Gähner? Ach, jetzt komm schon. Knuddeluff gewesen, mal du weg. Was? Ey, komm schon, Knuddeluff. Das ist doch nicht fair. Wieder Belebersamen weg. Wie viele habe ich noch? Falls ich noch einmal zum Zug komme, bevor alle verbraucht sind, möchte ich gerne mal gucken, wie viel ich noch habe. Kacke. Wow, ich komme echt noch einmal zum Zug. Wie viele habe ich noch? 2. Ich bin tot. Ne, vergiss es. Das ist sowas von mein Untergang. Ich habe auch, ey, das ist echt, das ist übelst schlimm. Das ist, man kann es nicht in Worte fassen, wie scheiße das hier ist. So, du lebst immer noch? Knuddeluff, wie viel Leben hast du? Ich hätte den gesamten Rest der Gilde mit diesen Schlägen ausrotten können. Alle auf einmal. Tot. Und, ey, komm, Multi-Hit-Attacken sind jetzt echt unfair. Ach, komm schon. Und, komm schon. Ja. Habe ich noch einen Belebersamen überhaupt? Ich glaube nicht. Nee, hab keine mehr. Gut, aber es ist mir jetzt auch scheißegal. Ich werde mich nicht heilen. Ach, super jetzt. Oh. Gut, Knuddeluff wäre jetzt fast kaputt. Aber er kann natürlich nicht drauf gehen. So. Das ist mir jetzt scheißegal. Ja, weg da! Was? Ey, wehe! Halt die Fresse, ich will mir das jetzt nicht durchlesen. Bitte was? Boah, nee. Zurück nach Schatzstadt, Arschloch. Ich glaub's ja nicht. Ey. Ja, hallo? Ihr klaut mir meine 6 Belebersamen einfach so weg und ich soll dann das Ganze normal machen? Sag mal, spinnst du? Scheißspiel. Solche Stellen kann ich nicht leiden. In jedem Spiel. Solche Stellen sind einfach nur unfair. Ich habe absolut keine Idee, was ich jetzt machen soll. Nein, überhaupt keine.
Es gibt keine Möglichkeit, wie ich das so schaffen kann. Weg damit. Ja, super, Hälfte der Items haben wir auch verloren. Gut, das ist nicht so schlimm. Wir haben scheinbar nichts Wichtiges verloren. Das Problem ist, meines Wissens nach zählt das Ganze als Endbosskampf, wo wir da gerade waren. Natürlich zählt es als Endbosskampf, ganz klar. Aber das Problem an der Sache ist, Endbosskämpfe, da kann man keine Orbs einsetzen. Deswegen, ich habe absolut keine Chance. Also, sehr cool, ein Ditto. Ja, komm ins Team. Ich hab keinen Bock auf Spitznamen. Ihr merkt vielleicht, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ja, euch beiden bringe ich gleich hier um. Da habe ich schon mal kein Problem mehr. Einen Belebersamen habe ich jetzt. Gut, ich habe noch einen im Lager. Das weiß ich. Was willst du? Gib mir Belebersamen als Belohnung und ich mache ihn. Ne, mache ich nicht. Ja, was auch immer. Okay, ich habe jetzt so ein bisschen einen Plan. Ich werde diesen Part... Was ist denn das? Also ich werde diesen... Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen... Irgendeine Art von Plan habe ich jetzt. Ich werde diesen Part hier jetzt irgendwie mit Scheiße füllen. Nicht wirklich nehmen. Also ich werde jetzt irgendwas machen, um diesen Part zu füllen. Und danach werde ich trainieren. Mindestens bis Level 40. Mindestens. Am besten bis Level 50. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade hätte machen sollen. Solche Probleme hatte ich noch nie. Ich habe immer die Hälfte der Gilde weggekloppt und dann... Gut, dann wurde es schwierig, weil mir die Belebersamen ausgingen oder so. Aber solche Probleme wie gerade hatte ich noch nie. Noch nie! Was ist damit passiert? Stunts sind nutzlos. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Problem, ich meine, ich könnte zwar irgendwelche Samen mitnehmen, die Hungersamen könnten funktionieren. Und dass ich die zum Beispiel knuddle und direkt an den Kopf schmeiße, dann kann er wohl nichts mehr tun, aber das reicht nicht. Dann habe ich Knuddeluff außer Gefecht gesetzt und muss mich mit dem Rest der Gilde immer noch kloppen. Und ich kann die nicht alle so außer Gefecht setzen. Dann zieht, weil zieht, dann zieht weg damit. Ey, ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier tun soll. Es ist... Nee. Scheiße. Ohne Witz, ey. Könnte ich cheaten? Ich würde an der Stelle ernsthaft überlegen, dass ich es tun würde. Also einfach nur Belebersamen ranschaffen wie sonst was. Aber ich habe leider keine Ahnung, wie man bei diesem Spiel cheatet. Ja, das heißt leider. Eigentlich bin ich immer gegen Cheats, muss ich auch so sagen. Ich bin eigentlich gegen Cheats. Es kann sicherlich Spaß machen, manche Spiele auch mit Cheats zu spielen. Aber... Naja. Warte mal, da war doch gerade... Vielleicht... Nein, geht natürlich auch nicht. Und hast du vielleicht? Weil das wäre ziemlich dumm, wenn ich das jetzt tue, oder? Oh Gott, Scham.
Stopp. Ach, Mann. Ja. Ich habe jetzt die Hälfte des Parts praktisch geschwiegen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich tun soll. Ich bin absolut ideenlos. Das ist mir noch nie passiert. Erst recht nicht im Mystery Dungeon. Also was ich jetzt erstmal mache, ist, ich habe gerade gesehen, ich weiß nicht, der hatte da jetzt irgendein Riolu-Item, Riolu-Bunkel, also werde ich mir das holen, aber ich habe auch keine Ahnung, was ich damit soll. Ich kann es ja nicht, ich kann es nicht zur Abschlussprüfung mitnehmen. Also ich könnte, aber ich wäre dann ziemlich dumm, wenn ich das tue. Weil wenn ich wieder drauf gehe, verliere ich das Item. Das will ich nicht. Dich habe ich doppelt, dich brauche ich nicht zwangsweise. Habe ich noch irgendwas, was ich nicht zwangsweise brauche? Was auch immer das für ein Pokémon ist. Ja. So. Hast du noch irgendwas, was? Ja, das könnte ich mir holen. Das könnte ich mir holen. Geil. Ach, wenn ich jetzt mal wüsste, welches Pokémon das ist. Also es scheint ein Drachen-Pokémon zu sein, aber Geibel? Keine Ahnung. Ja, es wird wohl Bienenzer sein. Ich hole mir jetzt einfach die beiden Items, die ja gerade noch angezeigt waren. Also, wie gesagt, ich muss jetzt nur diesen Part hier irgendwie rumkriegen. Überspringt ihn, wenn ihr wollt. Hier wird, glaube ich, nicht mehr sehr viel passieren. Also ich werde wohl gleich noch in die, in irgendein Dungeon gehen, einfach schon mal mit dem Training anfangen. Und beten, dass ich mit Belebersamen zugeschüttet werde. Träumen weiter. Ja, ich bin einfach des Todes. Diese Abschlussprüfung. Gut, ich muss leider sagen, die Abschlussprüfung hat mich immer ein klein wenig genervt. Ja, weil es echt, es war nie leicht. Es war immer schon ziemlich schwer. Aber so schlimm wie gerade war es noch nie. Das war jetzt, ja. Wie am Anfang des Parts. So schlecht war ich auch noch nie dabei. Wie viele Pokémon habe ich besiegt? Glibunkel habe ich down gekriegt. Gut, aber Glibunkel ist, glaube ich, auch das schwächste Mitglied der Gildencrew. Ich hätte vielleicht so ein Flora schaffen können, aber Plaudergei und Knuddeluft, die halten viel zu viel aus. Und das ist dann echt schlimm. Bringt mir ja auch nichts. Ich meine, wenn ich alle in der Gilde platt mache, bleibt es dabei, dass ich am Ende Knuddeluft da stehen habe. Knuddeluft ist, glaube ich, zwangsweise der Letzte. Weil, das bringt es mir nicht. Das ist für Lavita. Ja. Ja. Also, Knuddeluft bleibt, glaube ich, zwangsweise als Letzter stehen. Weil die anderen dann irgendwie so eine Fähigkeit haben, die Schläge von denen neben ihnen absorbiert und dann auf sich nimmt. Mit anderen Worten, alle gehen drauf, bevor Knuddeluft drauf geht. Knuddeluft wird praktisch auf seiner Strategie verharren, uns erst einzuschläfern und dann mit, was war es eigentlich, Duplexi, glaube ich, auf uns drauf zu kloppen. Also, ich habe ernsthafte Probleme. Könnt ihr euch denken. Warte mal, hast du vielleicht... Hab ich da, glaube ich, vorhin schon nachgeguckt. Hast du? Nein, hast du nicht. Okay, also ich habe jetzt einen gewissen Plan. Nein, ich habe keinen Plan, aber ich habe nur eine Möglichkeit. Ja, ich werde trainieren. Und fange dafür direkt mal... Ja, du mich auch. Ich fange mal direkt hier am Nebelsee an. Ja, ich mache jetzt Aufträge, das gibt Geld, das gibt Items und hoffentlich was Nützliches dabei. Boah, ganz ehrlich, wenn ich jetzt, normalerweise ist es mir scheißegal, aber, wenn ich jetzt mal jede Menge Flea Orbs bekommen könnte, das fände ich echt super. Weil Flea Orbs haben jetzt den
Vorteil, dass ich sie gegen Reviver Seeds eintauschen kann und die werden mir das Leben retten. Ja, wobei nicht ganz, wenn sie nicht. Ich hoffe, dass sie mir irgendwie weiterhelfen. Ich habe einfach recht. Ich habe auch keine Idee, wie ich diesen Endbosskampf dann nochmal machen soll. Es ist super. Ich werde dann da hinkommen und unter Level 50 immer noch krepieren oder was. Und hier war natürlich schon die Treppe. Vielleicht, gut, das wird mir jetzt nicht sehr viel weiterhelfen. Nein, ich habe keine Lust auf dich, Fabine. Vielleicht hat einer von euch ja mal einen Tipp, der hier für die Abschlussprüfung mir eigentlich übelst weiterhelfen könnte. Ich schätze mal, dass ich jetzt die Trainingssession noch mache und ob ich dann noch ein Part aufnehme, weiß ich nicht. Also vielleicht ist es praktisch dann schon zu spät. Wobei, wenn dieser Part hier hochgeladen ist, werde ich sowieso schon geschafft haben, vermutlich. Also wird es mir nicht mehr so viel helfen, aber trotzdem. Für alle anderen, die so ein ähnliches Problem haben, ey, schreibt mal irgendwer in die Kommentare, wie man die Abschlussprüfung leichter machen kann. Weil, ich habe absolut keine Idee. Ich bin jetzt auch nicht in der Stimmung dazu, irgendwelche Pokémon ins Team aufzunehmen. Ich bin... Irgendwie bin ich gerade gleichzeitig schlecht gelaunt. Also irgendwie doch schlecht gelaunt, aber ich bin vor allem ziemlich enttäuscht. Das ganze Spiel, es ist, ey, Mystery Dungeon, man kann es nur sagen, es ist ein großartiges Spiel. Auch die Idee alleine, sicher die Edition. Nichts gegen die Edition, die Editionen sind im Grunde eigentlich immer noch besser. Aber Mystery Dungeon, immer schön gewesen. Nur diese Abschlussprüfung, die geht einem mega auf die Eier. Äpfel, findet große Äpfel, bitte. Mit denen kann ich auch was anfangen. Ich schätze, ich werde mindestens eine Trainingseinheit im Apfelwald machen, nur um hoffentlich große Äpfel zu finden. Die ich dann für... wo sind die überhaupt? Mit großen Äpfeln... Damit könnte ich dann wieder Flea-Orbs tauschen und mit denen dann... 7, 8 und 11, gut... Mit denen könnte ich dann wieder Reviver Seeds tauschen, aber... Naja, wir werden sehen. Oh. Du bist ein Outlaw. Stirb. Encore, ja. Ist, glaube ich, Zugabe. Ich glaube, er gibt dir sehr gerne Zugabe aufs Maul. Verlassen, nein, ich habe noch 2 Missionen. Blast Seed, super. Weg mit dir. Ich habe absolut keine Idee, was ich tun soll. Yay, ein Absol. Hä? What the fuck? Okay, das ist neu, aber irgendwie eine geile Idee. Boom. Okay, du übernimmst das Pflanzen-Pokémon, ich übernehme dich. Ich frage mich gerade. Ach gut, die machen ja nicht mal Schaden. So, Outlaw besiegt. Ich bleibe natürlich im Dungeon drin. Oh, Frustration. Frustration ist fies, die macht Schaden hier nicht nach Freundschaft, die gibt's ja nicht. Hier macht sie Schaden nach IQ und je niedriger der IQ, desto stärker Frustration. Das bedeutet, beim niedrigsten IQ, dem Anfangs-IQ, macht sie 45 Schaden, immer. Und yay, erstes Level up. Ich brauch mindestens Level 40. Ich glaube, ich habe meine Tagesplanung für heute. Ich werde den ganzen Tag Mystery Dungeon zocken und trainieren. Nicht den ganzen Tag, da habe ich dann auch immer keinen Bock mehr zu, aber ich bin froh, dass ich noch den einen oder anderen Part jetzt auf Vorrat habe. Also ein paar Parts habe ich ja, glaube ich, noch.
Also sollte es jetzt, irgendwie, wenn ihr diesen Part seht, sollte es danach so 2 Tage lang keinen Mystery Dungeon geben, dann liegt es daran, dass ich Ewigkeiten trainiert habe. Aber dann würde ich wahrscheinlich auch auf Level 50 am Ende rauskommen. Und du hältst die Vergiftung des Gefäßes aus, bis wir... Habe ich nicht hier eine PSFB raufgesammelt? Was ist das überhaupt? So. Habe ich natürlich nicht. Aber jede Menge Gummis und... schon wieder keine AP. Da fällt mir ein, das werde ich wohl auch machen innerhalb dieser Trainingssession. Ich werde jede Menge Gummibonbons einsammeln und mit denen... die IQs erhöhen, weil, da waren Karpels, wie geil! Weil es gibt eine IQ-Fähigkeit Nichtschläfer. Wenn ich die mit beiden erreichen könnte, wäre echt super, weil dann, könnte Knuddelung uns zumindest nicht mehr einschläfern. Da hätte ich dann doch gewisse Hoffnung. Ich könnte natürlich auch... Nee, ich glaube nicht. Sleep Seed. Nutzlos. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Gut, also, wenn ihr mich das nächste Mal seht, bin ich mit der Trainingseinheit fertig. Ja. Entschuldigung, dass ich diesen Part jetzt irgendwie so mit nichts gefüllt habe. Aber ich habe auch keine andere Möglichkeit, als jetzt zu trainieren und dann nochmal zu versuchen, die Abschlussprüfung zu machen. Also, ich habe einfach keine andere Idee. Tut mir leid. Also, wir sehen uns dann nach der Trainingseinheit. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.